Nachdem 7-Zip heruntergeladen wurde, kann die Installationsdatei mit Doppelklick geöffnet werden. Es erscheint eine Sicherheitswarnung von Windows. Hier kann auf Ausführen geklickt werden und der Installationsassistent startet. Den Begrüßungsbildschirm mit Next bestätigen und es erscheint die End-User License Agreement. Diese muss akzeptiert werden, dazu ein Häkchen an dieser Stelle und mit Next den nächsten Dialog starten. Hier finden sich jetzt nun die Installationseigenschaften. Die Location kann so beibehalten werden, soll sie geändert werden, kann mit Browse ein anderer Ordner ausgewählt werden. Um zu überprüfen, ob genug Speicherplatz vorhanden ist, kann auf Disk Usage der Speicherplatz der eigenen einzelnen Laufwerke überprüft werden. Es besteht auch die Möglichkeit, einzelne Programmteile nicht mit zu installieren. Allerdings empfiehlt es sich, die Einstellungen genauso zu belassen, wie sie voreingestellt sind. Sollte etwas verändert worden sein und diese Änderung rückgängig gemacht werden, kann auf Reset geklickt werden. Ansonsten wird mit Next der nächste Dialog aufgerufen und danach kann die Installation gestartet werden. Die Benutzerkontensteuerung meldet sich, das kann mit Ja bestätigt werden. Und nachdem 7-Zip installiert wurde, erscheint der Abschlussbildschirm. Hier die Installation mit Finish beenden.